Schaut mal, was Kuckuck der macht. Wer er Tag so Nacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hopp, hopp, die Eule. In diesem Haus wohnt Tok Tok der Specht. Hallo Tok Tok. Oh, der Ball springt weg. Plitsch, platsch in die Pfütze. Tok Tok holt seinen Ball. Er ist schmutzig geworden. Noch eine Pfütze. Schau mal, Tok Tok hat sich am Bauch mit Matsch bekleckert. Oh, am Kopf auch. Hallo. Hallo, Hopp Hopp. Schau mal, wie schmutzig Tok Tok ist. Du musst baden. Die kleine Eule füllt das Planschbecken mit Wasser, damit sich Tok Tok waschen kann. Spring rein. Das gefällt Tok Tok. Kuckuck. Hihi. Hopp Hopp spielt mit seinem Freund Verstecken. Was haben wir denn da? Was ist in den Flaschen? Seife. Klar. Damit der Matsch abgeht, brauchen wir Seife. Viel Seife. Schau mal, was ist das? Schaum. Der Schaum wird immer mehr. Kleine Becher. Wofür brauchst du die denn? Die kleine Eule wäscht die Flügel des Spechts. Hopp Hopp seift Tok Tok ein. Noch mehr Seife. Noch mehr Seife. Noch mehr Seife. So. Und jetzt wäscht er mit Wasser aus dem Becher den Schaum ab. Der Flügel ist sauber. Tok Tok freut sich. Da ist aber immer noch Matsch. Und jetzt der Kopf. Doch Tok Tok möchte seinen Kopf nicht waschen. Ist die Flasche nicht schön, Tok Tok? Das ist Shampoo. Damit wäscht man sich den Kopf. Oh. Hä? Hopp Hopp nimmt Shampoo und macht damit eine Kugel aus Schaum. Oh. Hä? Hä? Schau mal, wie gut das riecht. Gut, oder? Mhm. Jetzt können wir Tok Toks Kopf waschen. Hey. Schrubben, schrubben, schrubben. Tok Tok hat viel Schaum auf dem Kopf. Der Specht wäscht sich selbst den Kopf. Das macht Spaß. Tok Tok hat eine orangefarbene Mütze aus Schaum auf dem Kopf. Wo ist Hopp Hopp denn hin? Hopp Hopp! Du hast eine Gießkanne gebracht. Damit können wir den Schaum abwaschen. Was ist denn? Hast du Angst? Warte kurz. Setz das auf. Wie ein Hut. Tok Tok sieht wie eine Blume aus. Jetzt bekommt er keinen Schaum mehr in die Augen. So gefällt es dem Specht.
Du bist wieder sauber, Tok Tok. Jetzt können sie mit dem Schaum spielen. Hop Hop hat eine große blaue Kugel aus Schaum gemacht. Tschüss, ihr beiden. Schau mal, was Hop Hop da macht. Wer er tanzt und lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hop Hop die Eule. Vor Hop Hops Haus ist ein neues Spielzeug. Das ist ein Kipplaster. Hop Hop, Tok Tok, wollt ihr damit spielen? Wow, der Ladekasten lässt sich anheben. Ein Kipplaster. Wo will Tok Tok denn hin? Er will den Kipplaster parken. Hop Hop, schubst ihn an. 3, 2, 1. Gut gemacht. Du bist dran, Tok Tok. Tok, Tok, Tok Tok. Haha, unser Specht ist noch klein und kann nur in seiner Sprache zählen. Bushaltestelle. Tok Tok ist auf den Kipplaster gesprungen, als wäre er ein Bus. Der Bus bringt Tok Tok nach Hause. Oh je, die beiden schaffen es nicht die Rampe hoch. Puh. Tok Tok, was hast du vor? Aha, ein Abschleppseil mit 2 Magneten dran. Gute Idee. Zum Glück hat der Kipplaster vorne einen Knopf aus Metall. Befestige das Seil, Hop Hop. Den Kipplaster mit einem Seil hochzuziehen geht viel leichter. Hop Hop hat es geschafft. Der Kipplaster ist oben. 3, 2, 1. Oh, wie schnell! Jetzt muss Tok Tok den Kipplaster nach oben bringen. Ja, Tok Tok. Das Abschleppseil fest und zieh den Kipplaster hoch. Hey, wo gehst du denn hin? Überraschung! Tok Tok lädt Teile eines anderen Spielzeugs in den Ladekasten des Kipplasters. Tok? Tok Tok! 3, 2, 1. Der Kipplaster hat angehalten. Abladen. Das ist eine Schaufel. Die gehört zu einem Spielzeugtraktor. Wir haben noch eine zweite Schaufel. Und hier ist der Traktor. Eine Schaufel befestigen wir vorne. Und eine hinten. Prima! Oh!
sagt, wie viele Spielzeuge sind das? Zwei. Ihr könnt mit dem Traktor und dem Kipplaster die Äste auf dem Boden einsammeln. Ja, so. An die Arbeit. Lasst uns den Ameisen helfen, Äste für ihren Ameisenhügel zu sammeln. Mit der großen Schaufel ist das ein Kinderspiel. Abladen. Der Traktor lädt die gesammelten Äste in den Ladekasten des Kipplasters. Und der Kipplaster will sie zum Ameisenhügel bringen. Der Ladekasten ist voll. Gehen wir. Ameisen, schaut mal, wie viele Äste wir euch gebracht haben. Damit könnt ihr weiterbauen. Schaut mal, was Hop-Hop da macht. Wir ehren Tag zur Nacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hop-Hop, die Eule. Hallo, Hop-Hop. Hallo. Was ist das? Seifenblasenmischung. Super. Die kleine Eule will Seifenblasen machen. Es klappt. Die Seifenblasen schweben nach oben. Die Seifenblasen fliegen immer höher. Sogar höher als der Schmetterling. Hallo, Tok Tok. Schau mal all die Seifenblasen. Lässt du sie platzen? Tok Tok, schau mal. Hop Hop macht noch mehr Seifenblasen. Und Tok Tok darf sie zum Platzen bringen. Hm, die Mücke hat die Seifenblasen entdeckt. Oh, sie lässt sie platzen. Noch eine. Und noch eine. Tok Tok, der Specht möchte nicht, dass die Mücke mitspielt. Warte. Tok Tok, was hast du denn vor? Ein Kescher. Der kleine Specht will die Mücke fangen. Das ist gar nicht so einfach. Macht aber Spaß. Die Mücke ist sehr clever. Tok Tok, klappt's nicht? Und verpasst! Tok Tok, pass auf! Oh je, das Fläschchen mit der Seifenblasenmischung ist umgefallen. Leer! Sei nicht traurig, Tok Tok. Hop Hop weiß, was zu tun ist. Gehen wir! Der Specht und die Eule fahren zu Hop Hops Haus. Und die Mücke fliegt ihnen hinterher.
Wasser, Seife, Blasen. Die kleine Eule hat einen Plan. Hopp Hopp will eine neue Seifenblasenmischung machen. Wasser, Seife. Hopp Hopp mischt flüssige Seife mit Wasser und macht Blasen und ein Strohhalm. Die Eule macht Seifenblasen. Schau mal, wie groß sie sind. Jetzt ist Tok Tok an der Reihe. Nimm den Strohhalm. Eine riesige Seifenblase. Die Mücke ist wieder da. Haha, der kleine Specht versucht alles, um die Mücke zu fangen. Schaut mal, ihr beiden. Seifenblasen. Viele Seifenblasen. Tok Tok hat herausgefunden, dass man mit dem Kescher auch Seifenblasen machen kann. Es sind so viele, dass die Mücke gar nicht alle zum Platzen bringen kann. Die Mücke scheint müde zu sein. Sollen wir noch mehr Seifenblasen machen? Hopp Hopp hat eine große Seifenblase gemacht. Und Tok Tok viele kleine.